Moin Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Chef Kostelibi und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog auf diesem Kanal. Heute gibt es kein Coffee, wie ihr sehen könnt. Wir fahren heute tatsächlich nach Paris. Wir befinden uns jetzt hier beim Bahnhof in Erfurt. Es ist 7.30 Uhr und unser Zug kommt jetzt und dann würde ich sagen. I made five in a pub and he's my man one in the trap. You know there's levels to this too smooth when I sit on this track. My girl got cherries. Natürlich nicht allein, ich bin hier mit den Drehs. My girl got cherries and you know she got biggity back and my boy went down for a bit so I had to tell her bring it right back. So Leute, Freunde, wir befinden uns jetzt hier im Zug. Wir haben natürlich unsere Jacken hier. Perfekt. Kann man noch ein bisschen schlafen. Weil ich habe heute nicht allzu lang geschlafen, weil wir sind um halb sechs aufgestanden. Und jetzt sitzen wir im Zug, fahren jetzt 2,5 Stunden und dann sehen wir uns nochmal wieder. Was geht ab? Wir sind jetzt hier gerade auf dem Klo. Weil hier ist ruhig. Wir waren jetzt in Frankfurt und fahren jetzt Richtung Kaiserslautern. Richtung Karlsruhe weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei uns gibt es jetzt gleich Essen. Nehme ich euch natürlich auch mit, wie es geht. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Und hier haben wir uns noch ein bisschen Frühstück gekauft. Straßburg. Es ist noch so ungefähr 2 Stunden in Paris, glaube ich. Mein Chill auch mit am Start. Wir brauchen nur noch so ungefähr 2 Stunden. Bis jetzt alles sehr entspannt hier. Der Zug geht eigentlich voll. Also ist relativ voll, aber geht. Und wir fahren mit 200 km/h nach Paris. Und dann sehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt hier in Paris auf dem Bahnhof. Der Bahnhof ist so mäßig. hier ist eine halbe Baustelle so, aber crazy, wie groß der ist. Ich glaube, das sind irgendwie 40 Gleise oder so. Und mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, irgendwie sehen die Züge alle so ein bisschen, ein bisschen ranzig aus, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Die bauen ja gerade auch irgendwas. Alter, was ist das hier? Boah, hier geht's noch weiter. Wunderschön. Hier ist so eine Einkaufshalle. Da stand doch eben einfach ein TGV. Oh! Das sieht so fresh aus hier alles. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Wir sind hier übrigens am Garten. So, meine aktiven Freunde, wir haben mal wieder das beste Wetter hier erwischt. Es ist so ein bisschen nieselig, aber es sieht alles so cool aus. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Ich gebe euch jetzt hier erstmal ein paar Einblicke. Wir müssen auf jetzt eben die große Straße darunter. Oh. Cool. Wir befinden uns jetzt hier in unserer Ferienwohnung, also das erste Mal. Also wir befinden uns hier noch im Flur und jetzt
gehen wir hier nicht nur eine Etage hoch, das sehe ich hier erstmal. Ey, wieso geht denn das Licht aus? So, das ist jetzt hier der Vorgang. Und jetzt kommt's, ne? Wir müssen ganz da hoch. Perfekt. Da bleibt man im Form. Dann haben wir hier tatsächlich ein Klo. Das kleine, aber fein. Jetzt kommen wir zum besten, finde ich meiner Meinung nach, dem Bad. Da haben wir hier eine Ultramin-Dusche. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber die ist echt Ultramin, hat aber Regendusche drauf, entspannt. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Bad. Und dann geht's weiter. So, dann haben wir hier ein Zimmer mit einem 2-Personen-Bett und haben wir mal so richtig geile Spiegel. Davon haben wir 3 in der Wohnung, sehen richtig wild aus und haben da oben noch so übelste komische Lampen, die so ein übelst komisches Licht machen. Warte mal kurz an. Ich weiß nicht. Sehr, sehr komisches Licht, meiner Meinung nach. Weiter. So, dann kommen wir zum Wohnzimmer und eine Couch mit einem kleinen Tisch. So, dann haben wir in der Küche mit einem Wasserkocher, einem Herd und einem Tisch. Abonnieren! So ein paar Schränke hier oben. Und dann kommen wir hier noch zum Zimmer. Da habe ich ja ziemlich gewohnt hier. In dem Zimmer hier. Sehr, sehr schön. Mit einer sehr, sehr schönen Lampe und einem Baba-mäßigen Ausblick hier hinten. Auf ein anderes Haus. Big Baba Boo. Ich finde diese Schornsteine sind echt wild. Und das sollte auch schon mit der Wohntür gewesen sein. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Man sieht ja auch, wie es abgebrannt aussieht. Ist auf jeden Fall sehr gewaltig. Und das Wetter ist leider ein bisschen schlecht, deswegen haben wir so einen leichten Nieselregen. Aber trotzdem sieht sie wunderbar aus. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal noch ein Crepe essen. Im Kaffee und Rosen. Mega schön. Du hast auf jeden Fall Crepes bestellt und Teilschokolade mit schöner Sahne. Und die kommen jetzt gleich. Moin Leute, ich bin Chefkoch CDB aus dem Schnitt zu dem Crepe. Das war so ein 7 von 10, weil wir haben danach noch ein Crepe gegessen, was eindeutig besser war. Deswegen die Bewertung. Aber ich fand auch das Preis-Leistungs-System war, ja, ich sag mal so, ging. Also es hat 9 Euro gekostet, ist natürlich Paris und deswegen geht der, also fand ich, ging das eigentlich. Die Schokolade war sehr, sehr gut. Dann sind wir weiter zu einem Kaufhaus und dann würde ich sagen, sehen wir uns. So, meine lieben Freunde, dann waren wir im Saint-Martin Paris. Das ist an der Seine, ein riesen Kaufhaus mit
allen Marken, die man sich vorstellen kann. Aber es war tatsächlich im Nachhinein gesehen auch ein ziemlich kleines Kaufhaus. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Und jetzt geht's weiter. Meine aktiven Freunde, wir befinden uns jetzt in einem Supermarkt und ich habe hier so ein Monster gefunden. Den habe ich in Deutschland noch nie gesehen, deswegen nehme ich den einfach mal mit und werde ihn natürlich auch verkosten. Und dann haben wir jetzt noch Nudeln gekauft, was Gemüse, da machen wir uns eine schöne Bolognese. Und meine aktiven Freunde, wir waren eben noch in einem Kaufhaus. Das war so, wer das... Das hat, glaube ich, zum KDW gehört, also wer das in Berlin kennt, das ist das größte Kaufhaus in Berlin, so Luxusmarken sind da. Und das haben wir hier in Paris auch gehabt. Und da waren wir eben noch drin. Ja, entspannte Uhren für 200.000 Euro, kann man sich mal gönnen. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn YouTube gut läuft. Und genau, jetzt sind wir im Supermarkt. So, meine aktiven Freunde, nach dem Einkaufen sind wir dann in die Wohnung zurück und haben uns dann Nudeln mit Bolognese gekocht. Haben wir noch ein bisschen Karten gespielt und dann sind wir auch ins Bett gefallen, weil das war echt ein anstrengender Tag. Wir waren ja um 7.30 Uhr mit dem Zug losgefahren und waren dann gegen 14 Uhr in Paris und dann sind wir nochmal bis 20 Uhr oder 22 Uhr haben wir dann noch was gemacht und sind dann aber auch ins Bett. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch mit der Anreise nach Paris mit diesem Vlog. Und da würde ich sagen, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und über ein knackiges Kommentar würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder zum nächsten Tag von chefkoch.de in Paris. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt mir gerne auf Instagram, weil da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, weil ich weiß noch nicht genau, wann ich die Vlogs jetzt hochlade, an welchen Tagen. Und dass ihr da einfach sicher seid. Und da würde ich sagen, was ist jetzt auch von mir? Und bis zum nächsten Mal. Euer Chefkoch CDB.